Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Im Saarland hat bei der Landtagswahl jeder Wahlberechtigte genau eine Stimme. Damit wählt man den Kreiswahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe und gleichzeitig deren Landeswahlvorschlag. Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl gibt es nicht. Es ist eine reine Verhältniswahl, keine sogenannte personalisierte Verhältniswahl. Die AfD will das nun ändern. Herr Dörr hat es ja gerade begründet. Tatsächlich haben in allen anderen Bundesländern außer Baden-Württemberg die Wählerinnen und Wähler auch auf der Landesebene mindestens zwei Stimmen. Im Saarland kommt auch immer wieder die Forderung auf, das zu ändern. Die Frage, die wir uns stellen, ist aber, macht eine solche Änderung das Wahlsystem besser und gerechter? Haben die Saarländerinnen und Saarländer dadurch wirklich mehr Einfluss auf die zentralen Entscheidungen? Darum muss es ja uns gehen. Wir sagen nein. Mehr Volksentscheide mit deutlich geringeren Hürden, das würde den Bürgerinnen und Bürgern wirklich mehr Einfluss sichern. Keine Privatisierung ohne Zustimmung der Bevölkerung, das würde mehr Demokratie bedeuten. Und schließlich müssen wir uns die Verfahren anschauen, nach denen aus Wählerstimmen Parlamentssitze werden. Hier ist das Saarland inzwischen mit Sachsen und Niedersachsen das einzige Bundesland, das noch an der Hand festhält. Alle anderen 13 Bundesländer wenden die Verfahren nach Harald Niemeyer oder Saint-Lagur an. Wäre das bei uns auch so, dann säße heute ein CDU-Abgeordneter weniger im Landtag, ganz unabhängig davon, welches andere Verfahren man anwenden würde. Daran sieht man, das Verfahren nach der Hand bevorzugt massiv die großen Parteien. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass die CDU und SPD so stark daran festhalten. In den Städten und Gemeinden, wo auch die Sitze in den Ausschüssen nach diesem Verfahren verteilt werden, wird die Verzerrung des Wählerwillens richtig deutlich. In der Landeshauptstadt Saarbrücken sind zwar 7 Fraktionen in den Stadtrat gewählt worden, in den Ausschüssen waren aber nur 4 vertreten, jetzt sogar nur noch 3. Selbst in Not- oder Corona-Ausschüssen sind in manchen Städten nicht alle Fraktionen vertreten. Hier könnte man etwas für mehr Demokratie tun. Eine Abschaffung des ungerechten Dehonsystems ist überfällig, ebenso wie die Senkung der Hürden für Volksbegehren. Eine Änderung des Wahlsystems, so wie es die AfD heute vorschlägt, bringt dagegen für die Wählerinnen und Wähler kaum Verbesserungen. Deshalb lehnen wir den Antrag ab. Vielen Dank.